herzlich willkommen. Mein Name ist Ingrid Auer und ich freue mich ganz besonders, mit dir heute das Beltane-Fest zu begehen. Ich habe dazu wieder einiges vorbereitet, ein paar Bilder zum Einstimmen, aber auch eine Meditation und eine gechannelte Botschaft. Doch beginnen wir einmal mit der Bedeutung des Namens Beltane oder Beltane, wird ja unterschiedlich ausgesprochen. Manche historische Quellen verweisen darauf, dass sich das Wort Beltane oder Beltane vom keltischen Gott Bel, Belenus, ableitet. Und Bel oder Belenus bedeutet der Helle und dem gälischen Wort Tane, was mit Feuer übersetzt wird. Für die nun folgende Meditation und die gechannelte Botschaft begib du dich nun an deinen inneren heiligen Ort und tauche tief in dich ein. Du wirst nun in der Meditation der Göttin und dem Gott in der Gestalt des grünen Mannes begegnen. Beide repräsentieren die Vereinigung der göttlich-weiblichen und göttlich-männlichen Energie in dir. Du nimmst nun deine Hand aus dem Wasser, trocknest sie auf dem Moos ab und richtest dich auf. Du blickst dich um und dabei fällt dir etwas auf. Bewegen sich die Äste der Büsche oder bildest du dir das nur ein? Du möchtest kein Wesen erschrecken, das sich dort aufhalten könnte. Also gehst du ganz langsam auf die Büsche zu. Du bleibst ein paar Meter entfernt stehen, schaust tief in die Mitte der Büsche und siehst zwei Augen, die zu dir blicken. Die Augen befinden sich in einem Gesicht, das ganz aus Blättern besteht. Und dieses Gesicht lächelt dich aus den Büschen an.